Hör mal zu. Entspannt. Werbefrei und kostenlos. Danke für dein Like. Und jetzt gute Unterhaltung. Fritz Garten, Spielleiter des Fronttheaters, stand am Fenster der Ortskommandantur von Alexandrowsk und sah die Feldpost durch. Darunter waren ein paar Briefe von Freunden und Kollegen, offizielle Schreiben der Leitstelle von Smolensk und von Truppenkommandos. Und dann war da ein weißer Umschlag mit einem großen Hakenkreuzsiegel. Endlich. Reichstheaterkammer, Abteilung Fronttheater. Reichsleiter Ost. Ärger, Fritz? Hier. Lies weiter. Schon 3 Wochen alt. Ja, wenn schon. Müssen Sie jetzt schon meiner größeren Sachkenntnis und Übersicht überlassen, zu entscheiden, welche Programme für den deutschen Soldaten geeignet sind. Ich brauche Sie wohl nicht daran zu erinnern, dass Ihre Einmischung in meine Angelegenheiten... Naja, der Rest ist privat. Schon mal angeregt, was? Bei Bereichsleiter Planitz persönlich? Planitz ist der einzige Mensch auf der Welt, den ich hasse. Den ich wirklich hasse. Ich könnte ihn mit meinen bloßen Händen erwürgen. Es gibt etwas, was ich ihm nie vergessen und verzeihen werde, Walter. Dein Arm? Hier. Planitz ist schuld daran, dass ich meinen Arm verloren habe. Den Arm und die Frau, die ich liebte. Aber eines Tages wird er mir dafür bezahlen, Walter, das schwöre ich dir. Das kann ich verstehen, Fritz. Sag mal, was hast du ihm denn für ein Programm vorgeschlagen? Ja, Musik, Tanz, Mädchenbein, ein paar Kessel Lieder. Unsere Soldaten haben doch jahrelang im Dreck gelegen, die wollen keine Klasse. Ist doch klar. Aber Planitz will, dass wir ihnen den Faust vorspielen. Ja, genau, das will er. Einen verstümmelten Faust. Lore Sommerfeld spielte ein zierliches, zerbrechliches Gretchen, rührend in seiner hilflosen Liebe. Keiner der 400 Soldaten im Saal dachte bei ihrem Anblick daran, dass er seit vielen Monaten keine Frau mehr gesehen hatte. Sogar die primitivsten Gemüter fühlten nichts als Mitleid mit ihr. Sie bekam viel Beifall für ihren Gretchenmonolog. Noch stärker aber applaudierten die Lanzer, als die vollbusige Sonja als Hexe auf der Bühne erschien. Dallas! Jupp, Dallas! Ja, hier! Ich bring die Sonja raus! Willkommen! Sonja! Na los, jetzt aber Dalli! Hier entlang! Nur raus, kommen Sie! Kopf runter! Weiter! Wo kommen Sie denn mit mir? Weiter in den Keller! Das ist der einzige sichere Platz bei so einem Angriff. Hier! Hier ist es! So, das hätten wir geschafft. Und sei ganz ruhig, Mädchen. Hier kann dir nichts mehr passieren. Hey, verdammt, wo bist du denn? Ich glaube, sie haben aufgehört. Dann können wir ja jetzt ein bisschen Licht machen. Moment. So, und jetzt wollen wir mal... Ach, du heiliger Strohsack. Du bist ja gar nicht Sonja. Nein, ich bin Lore. Lore Sommerfeld, wo sind wir hier? Ich will in mein Zimmer. Ja, von mir aus. Wenn die Iwans nicht nochmal von vorn anfangen mit dem Geballer, bringe ich dich in 10 Minuten zurück. Wie heißen Sie eigentlich? Jupp, das heißt eigentlich Josef. Netter Name, Jupp. Ich heiße Lore. Lore? Gut, wollen Sie vielleicht ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ich kann Sie jetzt bald zurückbringen. Sie haben keine Angst vor mir, nicht? Aber nein, warum denn? Das ist schön, das ist... Es ist wirklich schön. Mal sehen, ob noch Glut im Ofen ist. Ja, sehen Sie, es geht. Ich... Ach du meine Güte. Sie liegt in meinem Bett und ist eingeschlafen. Sowas. Ruhig, Mädchen. Sie schießen schon wieder. Keine Angst, Kindchen. Sind doch bloß unsere Flieger. Stukas. Unsere? Ja, unsere. Ganz, ganz ruhig sein.
Sie sind ein furchtbar lieber Kerl, Jupp. Ach, kommen Sie nur darauf. Darum, Sie sind anders als die anderen Soldaten. Ach so. Naja, ich meine, man kann doch nicht... Also ich meine, man kann Sie doch nicht allein lassen. Sie sind ein sehr anständiger, lieber Junge, Jupp. Sie haben mich so nett in den Arm genommen, dass ich überhaupt keine Angst mehr habe. Ich fühle mich geborgen. Ich glaube, ich könnte Sie sehr gern haben, Jupp. Lore. Kind. Kind? Ich bin kein Kind, Jupp. Bestimmt nicht. Lore, was ist denn mit dir passiert? Wo warst du die Nacht über? Wo ist Jupp, Dr. Sorensen? Er ist heimlich von mir weggegangen, irgendwann heute Morgen. Jupp, wer ist Jupp? Ein Soldat, ein... Er ist Obergefreiter, glaube ich. Kindchen, es tut mir leid. Die Kompanie ist abgerückt. Sie wurde heute Nacht alarmiert und an die Front geworfen. An die Front geworfen? Oh, dann wollte er mir wohl den Abschied ersparen. Na ja, heul nur, Kleines. Du bist bestimmt nicht die Einzige, die weint, weil ihr Mann, ihr Sohn, ihr Bruder oder wer es auch immer ist, an die Front geschickt wurde. Ja, da haben Sie recht, Dr. Sorensen. Die Leitstelle der Fronttheater im Bereich Ost, Unterbereich Mittelabschnitt, lag in einem alten Mietshaus gegenüber dem Stadttheater von Smolensk. Ein Gradmelder der Ortskommandantur brachte ein Fernschreiben für Fritz Garten, den verantwortlichen Leiter des Fronttheaters. Danke. Walter, aus Berlin, von Planitz. Planitz? Was will der denn? Sollen wir jetzt auch noch die Jungfrau von Orléans für die Lanzer spielen? Nee, im Gegenteil. Hier, lies. Sofort absetzen, Faustaufführung. Stopp. Vorbereitet. Kabarettprogramm. Stopp. Nicht geeignetes Personal nach Berlin zurücksenden. Stopp. Truppe wird von hier aus aufgefüllt. Planitz. Mensch, dass wir das noch erleben. Weißt du, was das bedeutet, Walter? Hm? Wir können hier vor allem mal gründlich ausmisten. Nur dich und Lore behalte ich hier. Und Sonja. Sonja? Aber Walter... Ja, tu mir den Gefallen, Fritz. Sie kann doch wirklich was. Ja, ihr Können steht ja auch gar nicht zur Debatte. Sie braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Walter Meier, der Schutzpatron. Na schön, Walter. Du hast viel für sie übrig, nicht? Ah, ja. Also gut, wir vier bleiben. Die anderen schicke ich morgen dem dicken Planitz zurück. Der wird sich freuen. Sag mal... Was hat es eigentlich gegeben zwischen dir und Planitz? Ich meine... Oh, das ist eine ganz alltägliche Geschichte, Walter. Wenigstens der Anfang. Zwei Männer lieben eine Frau. Kurt Planitz und ich waren vor 10 Jahren zusammen in Wismar am Theater. Was denn? Planitz war Schauspieler? Naja, er stand jedenfalls auf der Bühne. Wahrscheinlich hielt er das Theater für ein ideales Jagdgebiet auf Frauen. Er war damals hinter einer blutjungen Kollegin her. Miriam Bergner hieß sie. Jüdin. Sieh mal einer an. Der Herr Parteigenosse Planitz. Wenn das der Führer wüsste. Ich hatte Miriam eigentlich nur vor ihm in Schutz nehmen wollen. Aber du weißt ja, wie sowas dann weitergehen kann. Mhm. Verstehe. Planitz hat uns beiden nie verzeihen können. Dass wir glücklich waren. Zuerst konnte er nichts machen, aber dann kam 1933... Machtergreifung. Planitz schaltete sofort, ich nicht. Er hat Spitzel auf Miriam angesetzt? Ja. In letzter Minute konnte sie fliehen. Sie ging nach Posen zurück. Mir wollte Planitz ein Verfahren anhängen, aber ich konnte mich noch gerade so rausschwindeln. Aber? Es hat uns nichts genützt. Ein Planitz gibt nicht auf. 6 Jahre später hat er dann Miriam ermordet. Mich konnte er nur zum Krüppel machen. Aber eines Tages werde ich ihn stellen. Den Herrn Planitz. Der nächste Herr. War nicht als Scherz gemeint, Bertel. Ich komme mir wirklich vor wie ein Fließbandarbeiter. Das Bein muss ab. Wie viel Pervitin futtern Sie eigentlich so pro Tag? Ja, ich habe es aufgegeben. Auch das nützt nichts mehr. Säge.
keinen Puls mehr. Erfroren für Führer und Volk. Auch dieser Winter geht vorbei. Das wird dem armen Karl ein großer Trost sein. Was machen Sie hier, Obergefreiter Dallas? Ich habe Verwundete abgeliefert, Herr Stabsarzt. Es dreht sich um Lore. Wissen Sie, wo Lore geblieben ist? Mensch, sind Sie verrückt geworden? Ich habe in den letzten Wochen viele Mädchennamen gehört von sterbenden Verwundeten. Und da kommen Sie her und gehen mir mit solchen Fragen auf die Nerven? Ein kerngesunder Lanzer? Raus, Mensch, hauen Sie ab! Ich gehe ja schon. Hey, Sani, hast du Lore gesehen? Du kennst sie doch, die vom Theater. Was weiß ich, wo die jetzt rumspringt. Aber hör mal, wenn du sie gesehen hast... Mensch, bin ich ein Auskunftsbüro? Hast wohl einen Russland-Koller, hä? Es ist alles noch so wie damals, als ich weg musste. Da liegt ja mein Abschiedsbrief. Eine Haarspange von ihr. Irgendwann, irgendwo werde ich dir die Spange wiedergeben, Lore, und wenn ich das ganze verdammte Russland absuchen muss. Irene Berthold, die Schwester des Unterarztes Dr. Berthold und dessen Verlobte Erika Nürnberg, waren hinzugekommen. Die beiden jungen Frauen hatten sich zum Fronttheater gemeldet, weil sie hofften, Dr. Berthold irgendwo in Russland zu treffen. Ein eisiger Wind wehte um das Theater, als Sonja zu Walter Meier und Lore in die Garderobe kam. Ach, hier bist du, Walter. Ach, eine Eisre, wie sollten wir machen? Was meinst du, wie wir heute Abend bippern werden in diesem Kostümchen? Wenn das Haus voll ist, Sonja, wird schon mollig warm werden. Menschliche Wärme, verstehst du? Soll das eine Einladung sein? Reden führst du. Die Neuen denken bestimmt, du bist so, wie du redest. Irene und Erika? Auch die sind nett. Hey, Lorchen, willst du dich nicht umziehen? Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Erika. Hallo, Inge. Lore, was ist denn? Du weinst ja. Komm, Irene, pack mal mit an. Lorchen muss was Warmes anhaben. Wein dich ruhig aus. Und vergiss endlich diesen Herrn namens Jupp. Ihr wisst von ihm, Erika? Ihr wisst von Jupp? Natürlich wissen wir von ihm. Erika ebenso wie ich. Fritz Garten hat es uns erzählt. Uns ist aufgefallen, dass du immer so traurig bist. Er ist der erste Mensch, den ich geliebt habe. Der erste... Oh, Fritz! Komm, Lore, komm. Du legst dich noch eine Stunde hin. Nee. Ich habe an die Einheit von deinem Jupp geschrieben, aber wahrscheinlich sind die gerade im dicksten Einsatz. Da dauert die Post schon länger als gewöhnlich. Ich nehme Lore mit zu mir, Fritz. Es ist wohl nicht gut, wenn sie allein ist. Das ist nett von dir, Irene. Danke. Lore macht mir doch einige Sorgen. Ein Talisman, Erika? Von lieben Händen? Ja, Fritz. Ich bin verlobt. Zigarette? Danke, nein. Darf ich helfen? Nein, danke. Entschuldigung, es ist nur... Ich will keine Hilfe. Ich muss lernen, mit nur einer Hand auszukommen. Na, also siehst du. Man muss nur wollen. Ich würde Sie gerne etwas fragen, Fritz. Ja, nur Mut. Wir kennen uns noch so wenig und Sie... Wollen wir nicht du zueinander sagen? Bei der Arbeit tun wir es ja auch. Gern. Sehr gern, wirklich. Nun, was war Ihre, deine Frage? Wie war das mit dir und Miriam? Das ist eine sehr persönliche Frage. Walter hat gequatscht, was? Du darfst es ihm nicht übel nehmen. Ich habe ihm sehr zugesetzt. Eine halbe Flasche Wodka musste ich investieren, bis ich ihn soweit hatte. Also gut. Du kennst ja Planitz. Danke, bestens. Er hat bei mir allerlei versucht, bevor ich engagiert wurde. Vergeblich natürlich. 1933 wurde er ein großer Nazi. Miriam und ich wollten gerade heiraten, als er seine Parteispitzel hinter uns herjagte. Miriam war Jüdin. Wir konnten uns nicht wehren. Ich konnte ihr nur über die Grenze helfen, nach Polen. Ja, natürlich. Ich habe sie oft besucht.
Wir haben dann 1935 heimlich geheiratet. Ihr habt geheiratet? Ja, unsere Ehe bestand aus ein paar gestohlenen Wochen. Wir lebten immer in der Angst, Planitz könnte ihr auf die Spur kommen. Und das hat er dann auch geschafft. 1939 wurde ich eingezogen. Vom ersten Tag an habe ich in Polen gekämpft. Das wusste ich nicht. Und immer mit der Angst um Miriam. Eines Tages wurde das Bataillon nach Posen verlegt. Und für mich ergab sich eine Gelegenheit, Miriam zu sehen. Jochen Blunk, ein junger Mecklenburger, begleitete mich, weil Ausgang nur zu zweit möglich war. Ich habe eine Riesenangst, dass Planitz irgendeine Schweinerei gegen meine Frau ausheckt, Jochen. Wohnt sie hier? In diesem Mietshaus? Ja, genau, im zweiten Stock. Komm. Nanu, die Tür steht offen. Sie ist aufgebrochen worden. Miriam, wenn du vernünftig bist, ist alles gut. Planitz. Er hat Miriam geschlagen mit einer Peitsche. Na, halt dich doch nicht so. Entweder gibst du auf. Planitz! Sie Schwein, sie verdammte Schwein. Gartensee! Ah! Jetzt besinnungslos. Fritz! Ich habe ihn voll am Kinn erwischt. Miriam, komm! Oh mein Gott, Fritz! Haut ab, ihr beiden! Er bringt euch um, wenn er zu sich kommt. Planitz hat dich getroffen. Haut doch ab, ich helfe mir schon. Danke, Jochen. Komm, Miriam, schnell! Streife! Streife! Komm hier rein, Miriam. Feldschweine. Sie kommen. Vielleicht fahren Sie vorbei. Ja, Vorsicht! Waffen. Nehmen Sie die Handgranaten. Na los doch! Haben Sie nicht gehört? Die Handgranaten! Als Fritz Garten nach dieser Explosion wieder zu sich kam, war Miriam tot. Er kroch aus den Trümmern und kehrte auf Umwegen zum Haus Miriams zurück. Sein rechter Arm war nicht mehr zu gebrauchen. Dennoch schleppte er Jochen Blunk, den er erschossen auf der Türschwelle fand, in die Stadt. Partisanen, erklärte er dem Posten des Luftwaffenlazaretts und zeigte auf seinen toten Kameraden und seinen verletzten Arm. Die Ärzte hatten dem Schützen Garten den rechten Arm abnehmen müssen. Er war aus der Wehrmacht entlassen und dem Fronttheater zugeteilt worden. Noch vor dem ersten Einsatz seiner Gruppe wurde ein neuer Bereichsleiter ernannt. Parteigenosse Kurt Planitz. Ah, Fritz Garten, Sie leben? Nicht nur ich. Auch mein Kamerad von damals, der gern bezeugen wird, dass der Parteigenosse Planitz eine Jüdin vergewaltigen wollte. Ah, so ist das. Ja, und wenn Sie mir Schwierigkeiten machen oder mich verschwinden lassen, bricht er Ihnen das Genick. Das ist alles mit ihm abgesprochen. Dann, dann hätten wir uns also gegenseitig in der Hand. Genau, Planitz. Na schön. Wir werden ja sehen, wer den längeren Atem hat. Alles schien in Ordnung zu sein, doch dann brach Lore plötzlich mitten in der Vorstellung zusammen und musste von der Bühne getragen werden. Während das Programm weiterging, kümmerte sich Irene um sie. Na, Lore, geht es wieder? Ja, danke, Irene. War doch selbstverständlich. Morgen werde ich wieder umfallen und übermorgen und... Oh, Irene. Willst du damit sagen, dass du ein Kind bekommst? Ja. Und das Schlimmste, ich weiß nicht, wo Job ist. Weiß nicht, ob ich ihn je wiedersehen werde. Aber ein Kind braucht doch einen Vater. Wann hast du es gemerkt? Vor einer Woche. Was soll ich denn nur machen? Es wird sich alles finden. Du fährst zu deinen Eltern nach Deutschland, dort kann das Kind kommen. Das geht nicht. Du kennst meinen Vater nicht, er ist Beamter. Bei ihm muss alles ordentlich und korrekt sein. Gespitzte Bleistifte, die Bügel falten. Ach, sein ganzes Leben. Versprich mir, dass du keinem Menschen etwas davon sagst. Ja, ja, ich werde es für mich behalten. Aber irgendwann wirst du es sagen müssen.
Ich kann nicht. Du wirst sehen, es ist alles viel einfacher, als du glaubst. Du fährst nach Deutschland zurück und wenn du willst, kannst du dein Kind ja in der Klinik zur Welt bringen. Wenn es ein Junge ist, wird er bestimmt genauso wie Jupp. Ach, Jupp. Lore wartete verzweifelt auf eine Nachricht von Jupp. Warum antwortete er nicht auf den Brief, den Fritz Garten schon vor Wochen an seine Einheit in Nabuscha geschrieben hatte? Als Lore schon glaubte, dass er verloren gegangen war, kam ein Bote zu ihr in die Garderobe. Von nebenan, aus Gartens Zimmer, klang das fröhliche Lachen der Kollegen zu ihr herüber. Post für Sie, Lore. Post? Oh, danke. Gartens Brief. Er ist zurückgekommen, jemand hat etwas draufgeschrieben. Liebes Fräulein Lore, Herr Garten teilte mir mit, dass Sie so sehr auf eine Nachricht von Ihrem Jupp warten. Aber leider ist er seit gestern vermisst und wir müssen wohl damit rechnen. Oh, Jupp. Oh, mein Jupp. Seit gestern. Wochen war der Brief unterwegs und nun ist er zu spät gekommen. Es war fast eine Stunde später, als Erika und Irene sich von Garten verabschiedeten. Erschrocken blickten sie auf Lores Kleider, die auf dem Boden lagen. Erika hob einen zerknüllten Brief auf. Irene, ich glaube, Lore will sich umbringen. Sie ist nach draußen in die Kälte und sie hat fast nichts an. Ihre Sachen sind noch hier. Tatsächlich. Fritz! 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 Irene, was ist los? Lore ist weggelaufen. Ihr Brief ist zurückgekommen, weil Jupp ist wahrscheinlich tot. Mein Gott, wir müssen sie suchen. Kommt! Lore könnte zum Fluss gelaufen sein. Hoffen wir, dass kein Loch im Eis ist. Hier ist eine Spur. Lore ist hier entlang gelaufen. Zum Fluss. Tatsächlich. Schneller! Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Da! Da ist sie. Kopf ragt aus dem Schnee. Ich nehme sie auf die Schulter. Nun kommt, helft mir, allein schaffe ich es nicht. Bestimmt eine Tracht Prügel hätte sie verdient. Zu allem anderen. Kann man wegen so eines Kerls gleich die Nerven verlieren. Sie erwartet ein Kind. Ach nee. Und das erfahre ich erst jetzt. Ich weiß es auch erst seit kurzer Zeit. Naja, ist immer noch kein Grund durchzudrehen. Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Oder er ist den Russen in die Hände gefallen. Du hast wirklich nichts gehört? Nein. Er hat dir einfach sitzen lassen. Also wenn der Kerl mir unter die Finger kommen sollte, wie hieß er eigentlich? Das ist es ja eben. Ich kenne nur seinen Vornamen. Jupp. Ich weiß nur, dass er Jupp heißt. Nein, sehen wir nicht leicht, Kindchen. Irgendwann wird er schon heiraten und wenn ich das bin. Obergefreiter Jupp Dölles war nicht gefallen, sondern nur schwer verletzt worden. Nach einem langen Lazarettaufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück, um sich hier einige Tage zu erholen. Er nutzte die Gelegenheit, seine Suche nach Lore fortzusetzen und er ging zur Reichskulturkammer. Auf einer der vielen Türen stand Fronttheater, Einsatzbereich Ost, Parteigenosse Kurt Planitz. Sie wünschen? Ich bin Obergefreiter Dölles. Ich wollte... Ja, was wollen Sie? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe vor ungefähr 6 Wochen einen Brief geschrieben, wegen einer Schauspielerin. Sie heißt Lore. Und da wollte ich... Ja, ich muss in der Kartei nachsehen. Dölles. 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 Nein, haben wir nicht. Aber der Brief muss da sein. Können Sie sich nicht erinnern? Das war vor meiner Zeit. Ich bin erst seit 3 Wochen hier. Tut mir leid. Könnte ich den Herrn Bereichsleiter sprechen? Ausgeschlossen. Wir haben hier mehr zu tun, ja? Tutschen, hier sind die neuen Einsatzbefehle für unsere Theatergruppen. Nanu, was wollen Sie denn hier? Sie sind der Herr Bereichsleiter? Ich hatte Ihnen einen Brief geschrieben wegen meiner Lore, weil ich doch Ihre Adresse nicht weiß und ich wollte... Ach, Sie sind der Mann, der uns geschrieben hat. Ach, Sie haben meinen Brief bekommen? Wenn Sie mir bitte die Adresse geben könnten. Hören Sie zu, mein Lieber. Wir haben hier Wichtigeres zu tun, als uns um Ihre Liebschaften zu kümmern. Wir sind schließlich kein Vermittlungsbüro. Aber, Herr Bereichsleiter, ich... Ich gehe zu Tisch, Tutsch. Ja, aber Sie wollen mir Lores Adresse nicht geben? Ich will Sie doch heiraten.
Sie müssen mir sagen, wo ich Lore erreichen kann. Gar nichts muss ich. Machen Sie, dass Sie rauskommen oder ich lasse Sie einsperren. Erst sagen Sie mir, wo Lore zurzeit ist. Rufen Sie die Wache, Trutchen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie... Gar nichts wirst du, mein Junge. Was machen Sie denn da? Der Telefonapparat. So einen tapferen Heimatkrieger wie dich wollte ich schon lange mal zwischen die Pfoten kriegen. Wache! Hier bleiben! Puppe, dein Chef braucht dich später noch zum Verbinden. Hören Sie doch mal auf. Aua, lassen Sie das auf. So, das reicht. Stellen Sie Ihrem Chef einen schönen Gruß, wenn er wieder aufwacht. Seine Hoffnung, dass er an der Front in Russland bei einem Kampf verunglücken würde, hatte sich nicht erfüllt. Daher schickte er die Theatergruppe nach Norwegen, mitten ins Partisanengebiet. Doch dieses Mal hatte Planitz einen Fehler gemacht. Die Theatergruppe wehrte sich und bald darauf wurde Planitz in die Prinz-Albrecht-Straße zum Sicherheitsdienst gerufen. Sie wollen uns doch nicht weismachen, dass alle Anschuldigen aus der Luft gegriffen sind, Planitz. Halten Sie uns für blöd? Sie sehen die Dinge völlig falsch. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Garten einen Einsatzbefehl für das Partisanengebiet hatte. Doch, dann ist er zu seinem Vergnügen in die Wildnis gefahren, was? Und wahrscheinlich haben Sie damals in Posen Gartens Frau gar nicht umgebracht, wie? Ein Missverständnis. Ein Missverständnis. Sieh mal an. Was? Sie glauben diesem Schmierenkomödianten mehr als mir? Ich bin alter Parteigenosse. So alt nun auch wieder nicht, mein Lieber. Sie haben nur rechtzeitig aufs richtige Pferd gesetzt. Ja, man darf nicht alles glauben, was einem so zugetragen wird. Quatschen Sie nicht. Wir werden diesen Herrn Garten holen lassen und ihn gegenüberstellen. Ja. Und die anderen Zeugen auch. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, Sturmführer? Bitte. Ich fahre selbst nach Russland. Ich werde Ihnen alle Unterlagen beschaffen. Ich will Ihnen beweisen, dass ich das Opfer einer planmäßigen Verleumdungskampagne bin. Es gibt gewisse Kreise, die im Kampf um den Endsieg unseres Volkes bewusst Misstrauen sehen. Also gut, fahren Sie. Sie werden sich auf der Reise täglich bei den lokalen SD-Dienststellen melden. Vielen Dank, Sturmführer. Ich werde das Vertrauen... Gehen Sie, Sie reisen morgen früh. Danke, Leutnant Kramer. Ich lasse euch jetzt allein. Lore! Wie geht's dir, Jo? Ach, nun bist du wieder da. Oh. Mein Gott, Lore. Oh. Lore. Oh. Sie haben gesagt, du wärst gefallen. Ach, Lore, nein, ich doch nicht. Ich hab ihn Juppi genannt. Was? Nach dir. Ein Junge? Ich hab einen Jungen? Ja, und er sieht genau aus wie du. Und frech kann er sein. Ach, Jupp, dass ich dich wieder hab. Leutnant Kramer und Irene Berthold trafen sich draußen beim Bus der Theatergruppe. Sie waren sich vor Wochen für einige Stunden auf der Reise von der Heimat an die Front begegnet. Ach, Irene! Peter! Ich hätte nie geglaubt, dass wir uns wiedersehen. Ach, ich freue mich ja so für Lore. Wir waren alle davon überzeugt, dass ihr Jupp nicht mehr lebt. Und an uns hast du nicht gedacht? Aber natürlich. Aber wir konnten uns doch wenigstens schreiben, während Lore... anders geworden. Erwachsener. Es ist viel Zeit vergangen. Aber hier drin hat sich nichts geändert. Gar nichts. Wirklich nicht? Nein. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich dich liebe? Vielleicht. Aber ich möchte es gern heute hören. 100 Mal. Alles in Ordnung, Leutnant Kramer? Sieht so aus. Einen komischen Vogel haben wir da gefunden. Hat eine braune Uniform an. Stellen Sie sich vor, ein Parteionkel im tiefsten Russland. Das kriegt man doch nicht alle Tage geboten. Sind Sie sicher, dass er von der Partei ist? Ja, ich habe mir seine Papiere angesehen. Der Kerl ist von der Reichskulturkammer. Parnitz heißt er oder so ähnlich. Parnitz oder Planitz? Kurt Planitz? Richtig, Planitz. Kennen Sie den etwa? Na und ob, wo ist der Kerl? Was ist mit dem Mann? Wo ist der, Leutnant Kramer? Wo ist er? Dort drüben in dem Haus. Aber jetzt sagen Sie bitte, was mit ihm ist. Planitz hat Gartens Frau ermordet. Seitdem versucht er auch Garten zu verheizen. Weil Garten Zeuge des Mordes war. Ach, erzählen Sie weiter. Er hat uns in Norwegen ins Partisanengebiet geschickt und er ist auch schuld, dass wir jetzt im Schlamassel sitzen. Wenn Irene, für die Sie ja wohl einiges übrig haben, in die Hand der Russen fällt, dann können Sie Planitz dafür danken. Stimmt das, Garten? Ja, jedes Wort. Gehen wir. Nein, Planitz ist meine Angelegenheit. Ich will ihn allein sprechen. Gut, hier haben Sie meine Pistole. Ich werde Ihnen jederzeit bescheinigen, dass es Notwehr war. Danke.
Ich brauche Ihre Waffe nicht. Karten? Sie? Ja, ich. Sie haben mich doch gesucht, Planet. Jetzt haben Sie mich gefunden. Was wollen Sie? Was haben Sie mit mir vor? Ich schreie nach der Wache. Warum denn? Ich will ja nichts von Ihnen. Aber Sie anscheinend von mir. Sie sind mir bis hierher nach Russland nachgelaufen. Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu treffen. Ich bin auf eine Inspektionsreise. Es ist reiner Zufall, dass wir uns begegnen. Ach nein. Genauso ein Zufall wie damals in Posen? Als ich Sie bei meiner Frau überraschte, was? Miriam war Jüdin. Es war meine Pflicht als Kulturbeauftragter. Sie haben sie umgebracht. Und dafür lasse ich Sie hängen, Planet. Das schwöre ich Ihnen. Ihnen wird man gerade glauben, Sie schmieren Komödiant. Das? Dafür. Damit Sie es genau wissen. Ich könnte Ihnen den Mord an Miriam überhaupt nicht beweisen. Ich habe es nie gekonnt. Der junge Soldat, der damals dabei war, ist gefallen. Nein. Sie hätten sich Ihre Anstrengungen also sparen können. Ich konnte Ihnen niemals schaden, Planet. Sie schafft. Sie erbärmlicher Schuft, aber warten Sie nur, wenn wir hier raus sind. Wir kommen hier nie wieder raus. Nach diesem Gespräch mit Planitz kehrte Garten in das Steinhaus zurück, in dem sich die anderen vom Fronttheater mittlerweile aufhielten. Alle waren sich dessen bewusst, dass sie kaum noch hoffen konnten, den Russen lebend entkommen zu können. Plötzlich schrillte eine Trillerpfeife. Alarm! Die Russen greifen an. Von da drüben kommen sie. Entweder die Russen oder Leutnant Kramer mit seinen Leuten. Kannst du dir vorstellen, Walter, wie das ist? Keine Angst mit sein. Nein, Sonja, kann ich nicht. Mir ist, als ob dieser Scheißkrieg schon 100 Jahre alt wäre. Ich möchte jetzt an einem schönen See liegen. Gleich am Ufer müsste unser Haus stehen. Nur ein ganz kleines Haus. Hör auf! Hör doch auf mit dem Unsinn, Sonja! Erika, komm, nicht durchdrehen, Kleines. Ich kann nicht mehr, Fritz. Ich kann einfach nicht mehr. Wenn wir hier wieder rauskommen, dann sorge ich dafür, dass du aus der Truppe entlassen wirst. Und dann ist der Krieg für dich vorbei. Und du? Ich bleibe dabei. Dann bleibe ich auch. Ich will nicht mehr ohne dich leben, hörst du? Nie mehr. Und was ist mit Dr. Berthold? Ich bin nicht mehr verlobt. Ich weiß jetzt, zu wem ich gehöre. Ich wollte dich nicht lieben. Ich habe mich dagegen gewehrt, aber es ist stärker als ich. Ich liebe dich. Sie kommen. Tatsächlich. Da drüben am Waldrand. Es sind 30. Nein, wenigstens 40. Sind es Russen? Noch nicht zu erkennen. Ich mach mal das Fenster auf. Sie haben Verwundete bei sich. Na, dann können es nur unsere Leute sein. Die Russen nehmen doch keine Verwundeten mit. Halt! Halt oder ich schieße! Geht bloß nicht durch, ja. Es sind unsere. Hans! Lass mich mal ans Fenster, bitte. Hans! Du bist hier? Dr. Hans Berthold. Erika. Tut mir leid, ich muss weiter. Hans! Lass ihn, Irene. Dein Bruder muss operieren. Erika, willst du mit ihm gehen? Ich gehöre zu dir, Fritz. Sie greifen das Dorf an. Bleibt im Haus. Wir versuchen, den Leutnant zu bringen. Bitte seht nach meinem Bruder. Keine Angst, Irene. Sie werden einem Arzt nichts tun. Doch vor allem nicht, während er operiert. Das sind Leutnant Kramer und Job Dölles. Eine Partisanengruppe stürmt heran. Ich habe die Leute zur Abwehr eingeteilt, aber die Munition ist knapp. Noch nicht schießen. Die Frauen sind im Steinhaus ziemlich sicher. Aber Dr. Berthold sollte aus dem Holzschuppen ausziehen. Wenn eine Granate reinfliegt, na dann gute Nacht. Was ist mit diesem Plan jetzt? Haben Sie mit ihm abgerechnet, Garten? Ich habe ihn laufen lassen. Aber er kommt nicht weit. Er sitzt fest in diesem Hexenkessel, genau wie wir. Verdammt, das war ein Fehler. Wenn die Partisanen den erwischen, dann sind wir verloren. Der verrät uns doch. Er kommt mit nach draußen. Um seine Haut zu retten, wird ein Charakterschwein wie Planitz Tausende von Menschen opfern. Tut mir leid, daran habe ich nicht gedacht. Ja, Leutnant, die Partisanen. Sie kommen. Kann ich mal zu Lore? Ja, Job, hau schon ab. Jetzt ist es passiert. Eine Granate hat den Schuppen getroffen, in dem Dr. Berthold operiert. Das hat keiner überlebt. Ich sehe nach. Nein, Sie bleiben hier. Passen Sie auf Irene auf. Sie darf Ihren Bruder nicht sehen. Nicht so. Mensch, die Partisanen haben einen Deutschen dabei. Die Schweine nehmen ihn als Kugelfang. Den Kerl kenne ich doch. Das ist doch... Das ist Planitz. Feuererlaubnis. Nicht auf Planitz schießen.
Den Kerl will ich lebend haben. Sie haben Planet die Nazi-Uniform ausgezogen. Er hat nur noch Unterwäsche an. Wir müssen schießen. Mit Partisanen ist nicht zu spaßen. Noch ein paar Sekunden. Vielleicht können wir... Achtung! Eine Handgranate! Zurück mit dem Ei! Ah. Sie ist direkt vor dem Kopf von Planets explodiert. Noch leben wir. Noch habt ihr uns nicht. Sie ziehen sich zurück. Sie können es sich leisten. Wozu sollten Sie ein Risiko eingehen? Wir können ihn nicht entwischen. Die Mädchen kommen aus dem Haus. Peter! Irene! Nein, nicht! Ah! Irene! Mein Gott, Irene! Nun steht doch nicht so herum! Mein Gott, sie ist verletzt! Sally, sie braucht einen Arzt. Der Arzt ist tot. Wird sie leben? Vielleicht. Die Lunge ist verletzt. Wenn sie bald operiert wird, ich kann nichts für sie tun. Muss ich sterben, Peter? Nein, Liebling. Danke. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich dich liebe? Ach, du sollst nicht so viel sprechen. Es tut doch gar nicht weh. Aber du darfst nicht. Leutnant Kramer, sehen Sie! Schitzkind, wo kommen Sie her? Unteroffizier Krause, 3. Kompanie, 65. Infanterieregiment. Wir liegen knapp 20 Kilometer von hier. Ist doch schön, dass wir nicht so ganz allein sind, was? Wir kommen durch, Irene. Wir kommen durch. In einer Viertelstunde geht es los. Leutnant Kramer. Aber wir können Sie doch nicht hier lassen. Wir müssen. Es ist Ihre einzige Chance. Die Russen werden einer verwundeten Frau nichts tun. Und Sie haben Ärzte. Ja. Sie haben wohl recht. In den Bus. Die Leute vom Fronttheater müssen in den Bus. Nehmt Munition mit. Herr Leutnant? Ja, Dörles? Die Kompanie ist abmarschbereit. Wo ist Hauptfeldwebel Müller? Hier. Sie wissen ja Bescheid, Müller. Der Melder von der Dritten führt die Kompanie in die Stellung seiner Einheit. Von da an übernimmt der Kompaniechef der Dritten das Kommando. Das geht doch nicht, Herr Leutnant. Sie können nicht hierbleiben. Doch, es geht. Nein, das lassen wir nicht zu. Sie gehören zu uns, Herr Leutnant. Ein Mann gehört in erster Linie zu der Frau, die er liebt. Ich wäre ein elender Schuft, wenn ich Irene jetzt alleine ließe. Verstehen Sie das denn nicht, Müller? Wir werden Sie nicht bei den Partisanen lassen. Müller, ich befehle Ihnen... Was geht mich Ihr Befehl an? Wir wollen, dass Sie mitkommen. Wir sind schließlich Ihre Kompanie. In 2 Minuten bricht die Kompanie auf. Kompanieführer ist Hauptfeldwebel Müller. Viel Glück, Kameraden. Das lassen wir nicht zu. Los, Jungs, wir holen ihn zurück. Lass ihn in Ruhe, Jupp. Nein, jetzt auf einmal? Wir nehmen ihn mit. Ich verstehe ihn jetzt. Willst du denn deine Lore allein lassen? Nein, bestimmt nicht. Wir haben keinen Leutnant mehr. Für Sie alle wurde es eine Fahrt ins Leben. Von Leutnant Kramer und Irene aber hat man nie wieder etwas gehört. Große Stimmen sind es wert, nochmal erwähnt zu werden. In dieser Produktion sprachen mit der großartige Uwe Friedrichsen, Wolfgang Träger, Horst Frank, Gernot Endemann, Claudia Schermutzki, Monika Peitsch, Karin Eckholt, Gottfried Kramer, Horst Stark, Peter Lakenmacher, Rainer Schmidt, Wolfgang Völz, Horst Naumann.